Mein Name ist Harald Kittler. Ich koordiniere den Block 26. Das ist die Dermatologie im Medizinstudium. Und diesen Block haben wir in den letzten Jahren umkonzipiert. Er ist jetzt online und wird auch die nächsten Jahre online bleiben. Wir müssen 650 Studierenden jedes Jahr die Dermatologie näher bringen. Und das war durch die Corona-Krise natürlich erschwert, weil wir keine Live-Vorträge halten konnten. Und das Projekt ist die Umsetzung des Live-Events in einen virtuellen Event. Und wir haben eben die Online-Veranstaltung so konzipiert, dass die Studierenden nicht nach 5 Minuten bereits eine Bildschirmmüdigkeit haben und auch interagieren. Alle 10 Minuten werden Fragen gestellt und die Studierenden müssen auch diese Fragen zur Anwesenheitskontrolle beantworten. Der Mehrwert ist, dass man es einfach konsumieren kann, die Online-Veranstaltung von zu Hause aus, vom Sofa aus oder vom Bett. Und der zweite Mehrwert ist, dass man jede Frage stellen kann, die einem so einfällt. Die Schwelle, die Frage zu stellen, ist viel niedriger als live im Hörsaal. Für eine Online-Veranstaltung ist es ganz wichtig, dass die Qualität passt. Und die Qualität passt nur, wenn man das richtige Environment hat, also ein Studio und in Studioqualität aufnehmen kann. Das bedeutet guter Ton und gute Videoqualität. Und auch die Szenen können geschnitten und editiert werden. Deswegen musste das Studio her. Der Block 26 bleibt jetzt einmal so ein paar Jahre. Also er wird nicht wieder zurückwechseln in den Hörsaal, denn es sind 56 Studierende, die wollen wir nicht mehr in einen Hörsaal pressen. Und er wird verbessert mit der neuester Technik. Die Details möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ich nehme diese Auszeichnung anstelle des Teams entgegen, denn der Block 26 ist ein Team-Effort. Was ich damit meine? Die Vortragenden sind gut und damit ist der ganze Block gut. Aber weil der ganze Block so beliebt ist, werden auch die Vortragenden besser beurteilt. Und das ist der Team-Effort. Und ich nehme diese Auszeichnung sehr gerne entgegen für das Team, weil es mir gelungen ist, diesen Teamgeist hier in diese Veranstaltung zu bringen.